fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, wie man sieht, der BMW ist da. Hat ja schon angekündigt. Angeblich irgendetwas mit der Zylinderkopfdichtung. So. Ja. Erste Chaosmeldung, alles voller Öl, alles voller Wasser. Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Hier ist auch nichts abgewischt worden. Hier ist alles noch genauso staubig wie vorher. Ich versuche mal den Staub einzufangen. Also hier ist nichts abgewischt worden. Hier ist also auch nicht alles voller Öl und Wasser gewesen. Ich kann verstehen, dass man aufgeregt ist, wenn das Auto irgendeinen Blödsinn macht. Oder irgendwelche Fehlermeldungen raushaut oder weiß der Geier. Aber ich versuche dabei immer sachlich zu bleiben. Panik hat noch keinem geholfen. Ernsthaft nicht. So, was ich gesagt habe damals. Die Kurbelgehäuseentlüftung muss noch gemacht werden. Ist eine Schwachstelle bei dem Auto. Also bei diesen Autos. Ja. Er bläut. Wahnsinnig, ne? Also der Motor selber ist es nicht. Die Kurbelgehäuseentlüftung lässt sich dadurch feststellen, dass der Leerlauf ziemlich eigenartig ist. Die Motorkontrollleuchte ab und zu angeht. Vor allen Dingen der Leerlauf ist auffällig. Der geht teilweise aus. Und ja, wie soll ich sagen? Der saugt das Öl direkt in den Ansaugweg rein und verbrennt das natürlich auch sofort. Wie gesagt, der Motor selber ist es nicht. Der hat keinen Druck auf dem Kurbelgehäuse. Es ist also definitiv die Kurbelgehäuseentlüftung. Ja. Es ist der Wagen vom ADAC abgeschleppt worden. Der ADAC sagte Zylinderkopfdichtung kaputt. Wie gesagt, ich sehe hier keine Spuren. Wirklich nicht. Keine Spuren. Gut, ich habe die Abdeckung jetzt runtergenommen und die Abdeckung runtergenommen. Ich sehe hier nichts. Zylinderkopfdichtung sehe ich auch nichts. Die Ventildeckeldichtung schwitzt. Gut, geschenkt. Passiert schon mal. Hier auf der Rückseite auch keine großartigen Öllachen oder sowas in der Richtung. Auch kein Wasser. Ja, dann wollen wir mal gucken. Wir hatten hier ja schon mal das Problem, dass wir hier eine Luftblase drin hatten. Im Kühlsystem. Ein bisschen wenig Kühlmittel drin. Normalerweise müsste der Kollege hier hochkommen. Ich nehme jetzt mal das originale Kühlmittel, was da reinkommt. So, was kriegt der BMW original? Laut meinen Unterlagen G48. Auch kein Billigscheiß. Dann wollen wir mal gucken. Es ist schweinekalt, ich werde jetzt nicht mit Wasser anfangen. Da ist der Pin. War also nicht viel raus, da unten ist schon der Pegel. Ne? Das ist eigentlich schon wieder zu viel. Aber wir wollen die Zylinderkopfdichtung messen. Deswegen lasse ich den gleich laufen mit offenem Behälter und dann messen wir, was da kaputt ist. Also die Wasserpumpe läuft. Definitiv. Seht ihr diesen Strahl da von der Seite? Also die Wasserpumpe läuft. Ne? Das Kühlwasser zirkuliert.
Ist jetzt noch kalt, ne? Aber man sieht zumindest, die Wasserpumpe arbeitet. Hier oben ist ein Entlüftungsteil. Kommt direkt Kühlmittel. Scheint also voll zu sein. Hier wäre das zweite Teil, Entlüftung. Ne? Also die Wasserpumpe ist schon mal nicht kaputt. Ich höre jetzt auch noch nichts Großartiges in Bezug auf... Ja. Ja. Kurbelgehäuseentlüftung, meine Damen und Herren. Ja. Tolle Sache. Die ganze Kondensflüssigkeit aus dem Öl wird nicht abgebaut, wenn das Ding kaputt ist. Und wenn da oben genug Kondensflüssigkeit drin ist, friert die ein. Also ich weiß nicht, was hier genau passiert ist. Aber... Ja, wir werden sehen. Ich werde jetzt keine voreiligen Ergebnisse raushauen. Ja, dass es an der Wasserpumpe liegt, was ich wohl auch gehört habe von diesen ADAC-Menschen oder Abschleppwagenfahrer. Das ist offensichtlich auch kompletter Unsinn. Man kann ja sehen, dass sie arbeitet. Schönes warmes Wasser. Wir müssen ein bisschen warm bekommen, um den CO-Gehalt im Kühlwasser zu messen. Bringt ja nichts, wenn ein eventueller Riss im Zylinderkopf im kalten Zustand noch zu ist und im warmen Zustand sich öffnet. Ja, wenn man das dann kalt messen, ja, ist nichts und dann ist trotzdem Riss im Kopf oder sowas in der Richtung. Also bis jetzt hört sich der Motor wirklich gut an. Ich lasse ihn auch absichtlich die ganze Zeit offen laufen, falls da noch irgendwo Luftblasen drin sind. Das können BMWs ja gut, dass sie sich abbaut. Ich habe festgestellt, dieses Bremsenentlüftungsgerät ist wesentlich besser zum Absaugen geeignet von Flüssigkeiten. Oh, mal gucken, wann dieser Pin hier runter geht. Ja, das sieht schon besser aus. Bisschen überfüllt, um Luftblasen zu identifizieren. Habt ihr jetzt gesehen? Keine Luftblasen. Was bedeuten Luftblasen? Luftblasen bedeuten, auf der einen Seite ist noch nicht ganz düftet, auf der anderen Seite, da kommt irgendwas hoch, wie Abgas zum Beispiel. Beides nicht der Fall. Jetzt kann sich das aber auch ein bisschen feiner lösen im Abgas. Da wollen wir gleich mal gucken, ob wir da was entdecken. Wie man ganz schön hören kann, irgendwo fängt er gleich wieder an mit dem... Es ist etwas wärmer. Fängt wieder an mit dem Pendeln Leerlauf. Ich habe das Kühlsystem nochmal entlüftet. Was übrigens auch immer schön ist, wenn man die Blätter aus dem ganzen Kram hier mal rausholt. Ne? So ein Kühler kühlt nicht besser mit Blättern. Das ist immer so die Eigenverantwortung des Autofahrers. Also die Kurbelgehäuseentlüftung ist definitiv eingefroren gewesen. Jetzt merkt man es an diesem Ruckeln, wenn ich das Ding ziehe.
Ja, das Wasser haut langsam ab, kann man sehen, ne? Wird auch gut verbrannt. Naja, abgeführt über die Kurbelgehäuselüftung, wenn es mal funktioniert. Geruchstest. Relativ normal, also es ist kein Kühlmittel, was da jetzt gerade verbrannt wird. Kühlmittel riecht süß. Ist ja auch, ne, Glykol drin. Viele kennen das Zeug noch vom Strecken von Wein und so, ne? Gab ja mal so einen Skandal. Man kann dieses Zeug also durchaus auch in Getränke kippen. Zum Süßen. Ja, total lecker. Ja. Kein besonders großer Druck auf dem Kühlsystem. Ich lasse den jetzt, wie gesagt, erstmal warm laufen. Erstmal habe ich jetzt das Kühlmittel komplett aufgefüllt. Habe das entlüftet. Zweimal. Weil zwischendurch kam nichts mehr. Da war auch ein bisschen Luftblase drin. Kam BMW super. Echt. Also, nochmal komplett aufgefüllt. Jetzt warten wir, dass irgendwo was rausdampft. Wir haben minus 3,5 Grad. Wenn also irgendwas undicht ist, müsste das vielleicht irgendwo auftauchen. Per Dampfwolke. Gut, wir lassen den Wagen jetzt erstmal so eine halbe Stunde in Ruhe laufen und dann sehen wir gleich weiter. Ja, ich denke, wir bereiten schon mal das Gerät vor. Damit misst man den CO-Gehalt im Kühlwasser. Reaktionsflüssigkeit. Die ist jetzt blau, ne? Die würde gelb werden. Wenn denn da ein Schaden vorliegt. Ja, jetzt haben wir ordentlich Druck auf dem Kühlsystem. Ist auch vollständig warm. Das stellen wir jetzt erstmal weg hier. Was man definitiv feststellen kann, er wird nicht zu warm. Also gar nicht. Ja. Das bleibt alles im Rahmen. Von der Theorie her müsste, das steht genau in der Mitte, eisenhart, ne? Von hier aus sieht es wirklich so aus, als ob er ein bisschen warm werden würde, aber wenn man genau drauf guckt, auch hier vom Fahrersitz aus, er ist eigentlich nicht warm. Ganz im Gegenteil, ist er sogar beeindruckend kalt für das, was ich mit ihm veranstalte. Ja, wie man hier sieht, der Leerlauf, ich mache jetzt nichts unten, das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Der Motor braucht ja Unterdruck, ne? Und so fängt die Kurbelgehäuseentlüftung an. Blödsinn zu machen. Ja, so ist das. Ja, Kühlsystem ist dicht. Ich sehe nichts dampfen. Schön warm. Ordentlich Druck, aber nicht zu viel. Also bis jetzt finde ich noch keine Zylinderkopfdichtung, die kaputt ist. Bevor man solche Aussagen tätigt, sollte man vielleicht auch erstmal gucken, was wirklich los ist. Mal einmal gucken, wie es mit der Entlüftung aussieht. Ja, sofort Kühlwasser, keine Luft. Gut,
Ja. Läuft ruhig, bis auf halt diese Drehzahlprobleme mit der Kurbelgasentlüftung. Also, ich sehe keine geplatzten Leitungen, ich sehe kein voll mit Öl. Das bisschen an Spritzern, die jetzt hier gekommen sind, das war ich. Das da habt ihr gerade sogar gesehen. Also für seine Laufleistung, knapp 200.000 Kilometer, läuft er ausgesprochen gut. Ja. Wir sehen auch hinten keine wahnsinnigen Nebelschwaden, so dass hier alles verdunkelt wird. Ja, den Ölgeruch riecht man, aber wenn da jetzt Kühlmittel verbrannt wird, ja, Glykol, aus jeder Disco kennt man, den Mist mit dem Nebel, der da erzeugt wird, ist auch Glykol. Wenn du Glykol heiß werden lässt, kommt Nebel. Ich sehe keinen Nebel. Ich lasse mich ungern verarschen, ehrlich gesagt. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir erstmal den Motor aus. Dann bauen wir das Messgerät hier ein. Dann starten wir den wieder. Jetzt ist er warm. Und dann wollen wir mal gucken, was da passiert. So, Zylinderkopfdichtung. Es gibt verschiedene Symptome. Zylinderkopfdichtung verbindet bzw. dichtet den Bereich ab zwischen den Brennräumen bzw. dem Kurbelgehäuse und dem Zylinderkopf. Ne? Wir haben Ölleitungen, die da durchgehen, also Ölkanäle. Wir haben Wasserkanäle, die da durchgehen. Und natürlich die, in dem Fall, vier Brennräume. So, Zylinderkopfdichtung kaputt kann Folgendes bedeuten. Du bekommst Wasser in die Zylinder. Du bekommst Verbrennungsdruck ins Kühlsystem. Du bekommst Öl in die Verbrennung. Du bekommst Öl ins Kühlsystem. Muss nicht alles gleichzeitig auftauchen. Kann auch einzeln passieren. Ganz selten die Verbindung zwischen Block und Zylinderkopf wird undicht und da läuft Öl raus. So, Zylinderkopfdichtung. Schleim hier oben dran heißt gar nichts. Schleim hier oben dran heißt in erster Linie Kurzstrecke. Der Wagen lief jetzt, hat keinen Schleim hier oben dran. Zu Deutsch können wir davon relativ sicher davon ausgehen, dass wir kein Kühlwasser im Öl haben. Ja, jetzt gucken wir mal. Ach, guck mal. So. Kühlmittel ist auch genug drin. Jetzt wollen wir mal gucken. Das funktioniert. Perfekt. Sehr gut. Jetzt lassen wir den laufen. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir Verbrennungsabgase, also CO2, im Kühlwasser haben. Das ist der nächste Indikator. Also praktisch, wir haben praktisch Verbrennungsdruck, nicht wirklich viel Druck, aber Abgase im Kühlsystem. So, wir nehmen jetzt dieses Messgerät und gehen nochmal nach hinten. Oben sieht man es schon. Ja. Ja, das würde passieren, wenn CO2 da ist. Vorne im Kühlsystem kann ich die Flüssigkeit wahrscheinlich wieder zurückverwandeln. Bis sie beide gleich sind. So, jetzt sind sie beide ungefähr gleich, ne? Ja, denke ich schon. Noch einmal durchziehen. Ja, perfekt. Der Motor ist warm. Ich denke, wir können
eine CO2-Belastung im Kühlmittel relativ ausschließen. Ja, wie man sieht, Kühler funktioniert einwandfrei. Gehen wir vom Gas. Temperatur vom Motor geht hoch. Radiatorausgang müsste gleich sich ein bisschen anpassen an die Kühltemperatur vom Motor. Jetzt kommt das warme Wasser durch, genau. Das müsste er gleich abfangen. Thermostat öffnet. Ja, Thermostat hat geöffnet. Sie können das erkennen unter dem Wert Kühlmitteltemperatur Radiator Ausgang. Ne? Ist jetzt mit hochgegangen und dann ist der Thermostat aufgegangen. Jetzt passt er sich wieder an, genau. Jetzt gehen wir mal runter. Durch die Außentemperatur ist das natürlich gerade fantastisch. Runter. Kühlmitteltemperatur, Motor. Schaltet alles, macht alles, wird nicht zu warm. Wir haben kein CO im Kühlwasser. Kühlmittel. Jetzt habe ich selber Kühlwasser gesagt. Okay, gut. Ich denke für heute, jetzt habe ich euch den Sonnenuntergang auf dem Präsentierteller serviert. Gut, für heute komme ich mal zum Ende. Ich wünsche euch einen sanften Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß an der Temperatur gerade. Also ich finde das mit Sonne und Kalt finde ich gut. Also solange es trocken ist, perfekt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video.